Hi Leute, willkommen zurück mit dieser neuen Folge auf meinem Kanal. Ich habe Mimi getroffen, Learn My Share. Das gucken wir uns mal an. So, jetzt machen wir natürlich mal, weil YouTube spielt natürlich wieder ganz schön mit. So. Gucken wir uns das mal an. Leute, so. Neulich auf dem Farid-Bang-Kollega-Konzert in Hamburg. Es war richtig fett. Ihr müsst euch vorstellen, ich bin ein richtig harter Kollega-Fan. Und nein, ich bin nicht über den Zaun geklettert oder so, sondern ich war offiziell angemeldet. Der Kollege hat während des Konzerts einfach so eine Tech-Plus-Dose in die Zuschauermenge geworfen. Was für ein Scheißglück muss man haben? Ich hab das halt ein... Ich hoffe, ihr kennt meine Meinung zu Leon Mascher. Ihr könnt es euch sowieso schon denken, er versucht es auf jeden Fall lächerlich zu machen. Tolle Antwort, Leon. Auf jeden Fall. Toll. Einfach gefangen. Besser hätte es eigentlich nicht laufen können. Bis zu dem Zeitpunkt, als das Konzert vorbei war und ich meine Jacke bei der Umkleide holen wollte. Wie der Zufall es so will, stand einfach Leon Mascher da. Ich habe ihn zuerst gar nicht erkannt, weil er so extrem tiefrot in der Fresse war. Viel zu viel Solarium. Jedenfalls kam er dann einfach wie so ein Gnom angewackelt und hat so gesagt, jojo, was geht? Wollt mir die Hand geben? Was ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Sein Pseudogelaber hat mich natürlich überhaupt nicht interessiert. Deswegen habe ich dann einfach gefragt, jo, wann kommt denn deine Antwort? Hey, kommt dann noch was? Und wie das so bei Leon Mascher ist, der wusste nicht, um was es geht. Ich schreibe dich auf Twitter an und dann werden wir das klären. Was willst du da klären? Du brauchst mir nicht auf Twitter voll labern. Das interessiert mich überhaupt nicht, was du da laberst. Mach dein scheiß Video und dann werden wir weitersehen. Du brauchst nicht zuerst im Internet erzählen, dass ich keine Eier habe. Irgendwie ist was, blablabla. Und dann, oh ja, wir klären das auf Twitter. Hä? Hat dann versucht, so, durch so eine komische Aktion das zu überspielen und ist halt die ganze Zeit so hin und her gehüpft. Und ich meine das gerade ernst. Mach dir keinen Clown, setz dich jetzt hin. Und das Beste war ja, dass während des ganzen Gesprächs ist er zweimal weggegangen und wiedergekommen, immer mit einer extra Person. Leon und sein Umfeld, das sind Leute, die durch... Genau, saß 10 Jahre im Knast. ...durch Gewalt und Einschüchterungen versuchen die Wahrheit zu vertuschen, weil die alle so viel Dreck am Stecken haben. Du willst mich doch nicht schlagen, Mimi. Willst du mich schlagen, Mimi? Du willst mich doch nicht schlagen, oder? Und ich meinte dann irgendwann, komm jetzt her, du Pisser, wir reden. Wo sind denn deine Eier, von denen du immer redest im Internet? Wenn du Eier hast... Er hat halt keine Eier. Alles klar. Den Scheiß, den tue ich mich mal an, auf jeden Fall. Ihr kennt die Meinung zu Leon Mascher. Wir warten mal auf das Video von Mimi. Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Dankeschön, Leute. Ciao.